So, Freunde, ich bin's wieder. Ja, ich war's schon. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen eine Weile her, ein paar Tage her, ne? Bleibt denn der Joshua? Wo bleibt denn der? Wo bleibt denn der? Die ist doch immer da und hey, und dann immer so viele und jetzt auf einmal gar nichts mehr. Ich glaube, in den letzten Beiträgen habe ich ja gesagt, dass ich ab und zu schon mal was mache, aber immer trinken. Ich habe mir gedacht, einfach mal so ein Update, ja. Ich habe ja schon gesagt, ich habe nur das gemacht, was meine Seele mir von mir wollte, ja. Und das habe ich ausgeführt. Und jetzt, und ich habe das meiste gesagt, was ich erkannt habe, was ich weiß, was von mir rausgespudelt ist, habe ich jetzt rausgehauen und der Rest liegt bei jedem selber und von mir selber, weil ich werde, ja, ich muss halt ein paar Sachen noch auflösen und aufräumen für mich selber. Das ist ja alles selber, ja. Es kann sein, ich habe einen Wecker angemacht in, ja, so 20 Minuten oder so. Gibt es dann vielleicht eine kurze Unterbrechung? Was heißt eine kurze Unterbrechung? Ich gehe raus, ihr seht mich dann, ich bin dann nicht da, ne? Und komm dann wieder. Aber ich schneid's nicht. Zu denn? Wegen die paar, 1 Minute vielleicht. Na gut, worum geht's denn heute? Ja, ich sag mal Veränderung meines Körpers oder Update meines Körpers. Paar Sachen, was ich so gemacht habe in den letzten paar Tagen. Ja. Ja, ich fange mal so an. Ich habe ja gesagt, ich esse ja wieder. Es ist schon Donnerstag, der vierte Tag, ja. Ich habe schon vom ersten Tag ein Stück Flammkuchen gegessen. Also selbst gemacht, ja, alles selbst gemacht. Auch den Teig habe ich selbst gemacht. Okay, das Gemüse habe ich gekauft, das ist jetzt selbst gekauft, selbst zubereitet, doch letztendlich alles selbst gekauft. Wow, was? Alter, nach 14, 15 Tagen und dann isst er gleich so ein Stück Flammkuchen, Magen und er hat doch gesagt langsam und ja. Ich habe euch gesagt, fragt eure Seele oder euren Körper, ja besser eure Seele. Ja. Ich habe meinen Sohn gefragt, ey, hast Bock mehr? Hau rein, ja, hat er gesagt. Hat sie er es gesagt. Habe ich gemacht. Kein Ding. Okay, bis jetzt scheiße ich nicht, ne? Ich habe schon 3 Tage gegessen, aber bis jetzt scheiße ich nicht. Also habe ich das Gefühl, dass genau das, was ich wollte. Ja. Ich sag's mal so. Ich will nicht davon ausgehen, dass ich überhaupt nicht mehr scheißen kann, aber ich will davon ausgehen, dass ich das Essen so weit transformiere, dass ich das an meinen Körper platziere. Ja, nenne ich das mal so, Körper platziere, wo ich dann Muskelaufbau, Massenaufbau, weißt, alles aus meiner eigenen Energie, sagen wir so, weil ich habe ja, ich will ja alles selber machen, weitgehend alles selber machen. Ist ja auch mal ein paar Sachen, wie Creme fraiche, Aufstriche, ja, wobei das ist ganz gering, wenn es geht. Das kann sein, dass es ausgeschieden wird, weil das nicht so, ich nicht selber gemacht habe, nicht meine eigene Schaffung ist. Ich habe ja. Jetzt geht's wieder los, ne? Ich habe gesagt, die beste Erschaffung, also das beste Essen, wenn ihr was essen wollt, ist die eigene Erschaffung, Freunde. Und ich bin die Tagen, bin ich gut dabei, selber Brot backen, ja. Oh, Brot backen. Ich habe noch nie so gekocht oder gepackt und jetzt dem, dem, dem. Ja, ich tue was. Ja, ich sage mal, ich gehe mehr auf die vegane Küche oder Rohkostküche und vegetarisch, also. Aber mehr vegan. Was heißt denn vegan? Ich benutze halt so wenig wie möglich tierische Produkte im Sinne von wie Käse oder Milch. Okay, ich nehme Creme fraiche, nehme ich schon, also Quark, Schlagsahne oder sowas kann man schon nehmen. Ja. Das ist okay. Aber das andere milchige Zeug wie Käse und Frischkäse ist auch gut, ja. Aber ich habe bis jetzt noch nicht gegessen. Und ich habe ja schon immer jeden Tag ein bisschen mehr. Ohne Probleme.
Und was ich zu euch sagen wollte, ist, weil es ja meine eigene Erschaffung ist, wie als würde ich meine eigenen Gedanken zum Ausdruck verleihen, manifestieren in physischer Form, ist doch letztendlich meine Energie. Und wenn ich es esse, dann transformiert es sich in meinen Körper, als würde sich auflösen. So will ich es jetzt beschreiben. Ich will jetzt keine Geschichten erzählen, ne? Also überhaupt nicht. Bis jetzt musste ich gar nicht scheißen oder so. Ja? Kann auch sein, weil nach 14 Tagen ist es halt alles lahmgelegt. Nein, von wegen. Nicht bei mir. Ich bin ja ganz anders wie euch. Wie war es? War schon immer anders. Naja. Also mein Körper war immer anders. Ja, ich habe halt eben. Ja, das, was ich selber erschaffen hat, ist Energie, bloß in physischer Form gebracht. Und das dematerialisiert sich in meinem Körper, lustig. Also ich sage mal, das meiste auf zu 90%. Ja. Das wird dann hierher genommen für die Muskeln oder für Bereiche, wo ich mehr, ich habe euch gesagt, doppelte Proportionalität von meinem Körper. Oh, wow, da bist du ja richtiger Schrank, Mann. Ja. Mal dahingestellt, ja. Er hat gesagt, ich wäre ein eroberer Körper, Mann. Wurde schon immer, Leute. Wurde schon immer. Ja, genau, und ja, wenn es die eigene Erschaffung ist, ja, in physische Form gebracht hat eben. Ich mache Teig, also Brot mache ich, Pfannkuchen mache ich. Ja, es ist also alles natürlich selber gemacht, also selber Zutaten gekauft, beziehungsweise ich benutze ja Dinkel Vollkornmehl, glutenfreies oder Buchweizenmehl, je nachdem. Okay, Pflaumenkuchen mit Buchweizenmehl, das klappt nicht so gut, weil das Gemüse dann recht dürr wird. Da muss ich mein Dinkelvollkornmehl benutzen. Ja, jetzt kommt die Kochkünste und ja, und zum Brot zu kommen. Es ist kein normales Brot mit Hefe oder sowas. Ja, sind nur Körner, Pflanzensaate, gemahlen. Ja, boah, gemahlen, ja. Kein Öl, kein Milch, keine Tierprodukte auf jeden Fall. Alles nur gemahlene Kerne, Pflanzenkerne, Pflanzensaate. Oh, das ist top, das ist das beste Brot, was ihr je gegessen habt, Mann. Also, da gibt's kein besseres. Du kannst das Ganze da draußen vergessen, ja. Und es riecht der. Also ich kann davon jeden Tag was essen. Weil erstens, es ist ja alles, es ist wie Mischbrot. Es ist wie, ja, wie Brei, ja. Du isst es, es ist wie Brei, es ist sofort aufgelöst und Stuhlgang ist super, obwohl ich ja gesagt habe, das ist ja aufgelöst, aber das ist das Beste. Ja. Das beste Brot überhaupt, das kannst du jeden Tag essen. Das ist nicht schädlich, es ist super gesund, geht super im Darm raus und es schmeckt super. Ey, ja, okay, die Zubereitung braucht einen halben Tag, ja, das ist ja, also insgesamt 9 Stunden, ja. 19 Stunden. Ja, weil es muss ziemlich lang ruhen, wisst ihr. Ihr knetet es durch. Ja, jetzt komme ich mit, wenn ihr Interesse habt, es heißt Flohsamenbrot, ja. Flohsamenbrot. Gibt's auch ein Rezept. Ich glaube, im Internet kann man es, glaube ich, gar nicht rausholen. Naja, gebt einfach Flohsamenbrot ein. Ja, und dann findet ihr das schon. Braucht ziemlich lang zu ruhen. 6 Stunden mindestens. Je länger, desto besser, umso besser. Ja, umso länger, desto besser halt eben. Das braucht halt nur so lang. Also ich brauche jetzt 1/2 Stunde, um das Brot fertig zu kneten und dies und das. Alles mit der Hand natürlich. Wunderbar. Das macht die Sache. Das macht Spaß, du. Ja, 1/2 Stunde, dann hast du es fertig. Dann musst du es halt 6 Stunden ruhen lassen. Oder länger. Und dann 1/2 Stunde backen, also insgesamt 1 Stunde und jeweils 1/2 Stunde für jede Seite oben und unten. Und voilà, auskühlen lassen und fertig. Ab geht's. Du kannst mit allem essen, also mit Frischkäse, mit Quark ist es eigentlich am besten. Und ihr macht das, isst es mit Aufstrich oder Butter, ist auch gut. Also, das ist so top. Ja. Okay, es hat keine 2 oder 3 Tage bei mir. Es ist dann gleich, kann ich gleich noch ein Brot machen. Ja, es ist kein Brot in herkömmlicher Sicht, so konventionellen Sicht, sondern das beste Brot überhaupt, Leute. Kannst du alle, mit allem essen. Ja, dann mache ich halt selbstgemachten Flammkuchenteig. Ja,
Muss ich Artikel vollkommen mal benutzen? Ja, es ist halt ein Update, Leute. Ja, wie, was ist mit den Kenntnissen? Es sind Erkenntnisse, es sind auch gewissermaßen Lenkungen, beziehungsweise Manifestationen, die man selber macht. Aber wie Manifestation? Ja, meinst du, hast dann vor, plötzlich, du manifestierst dir was und plötzlich ist vor dir ein Schloss oder was? Ja, es kann auch passieren, ja, ich weiß schon. Aber, versteht ihr, was ich meine? Das fängt ganz klein an. Eigene Erschaffung, eigene Zubereitung, ja, Freunde. Eigene Energie. Ja. Das ist das Beste überhaupt. Ich mag das richtig, ne? Hätte ich jetzt irgendeine Industrienahrung sofort gegessen, nach 14 Tagen, dann, das wäre dann nicht so gut gewesen. Aber weil, wenn man es selber erschafft, ist es auf deine Frequenz, auf deine Schwingung, auf deine Energie, ausgedrückt worden, ja, wiedergegeben worden, ja, erschafft worden. Und wenn du es nie wieder nimmst, ist es so, als, ja, so weit muss man jetzt bekommen, ich weiß schon, aber weitgehend es geht bei mir alles, ja, löst sich alles auf. Meine ich zumindest, ja, Freunde, weil bis jetzt bin ich nicht auf die Toilette gegangen. Ja, weil Darmverträglichkeit und der Darm und das ist, hatte ja 14 Tage Ruhe gehabt und natürlich ist es lasch und das funktioniert nicht so gut, deswegen sollte man so langsam essen. Ich habe auch gesagt, ich folge keinen Konzepten oder irgend so ein Kauderwelsch. Ich folge meiner Seele, Leute. Nichts weiter. Wenn ihr das macht, dann ist alles gut. Ja, das mal so zu meiner Kochkünste. Ich habe ja vorher auch selbst gemacht, Eis, Früchteeis, ja, Früchteeis zu machen. Aber das machen wir vielleicht erst im Sommer. Vielleicht eigene Mayonnaise, eigenen Quark zu machen, muss ich mal schauen, eigene Brötchen zu machen, Dude. Also so Brötchen für Burger zum Beispiel, ja. Der vegane Burger halt eben. Ja, Leute, ich kann alles essen, wenn ich will, ja. Wenn das meine Seele will. Ich nehme vegan, weil das keine tierischen Produkte hat. Weil diese tierischen Produkte, diese Milch da, das ist halt, ich sag dir ja nicht nein zu dem. Bloß ich will es halt so einfach, so simpel wie möglich und so neutral wie möglich im Sinne von, es muss nicht unbedingt mit Zusätzen bombardiert werden, sondern so einfach wie möglich. Ja. Zum Beispiel die Pfannkuchen, da habe ich ja ein Rezept gefunden. Ölfrei, geil. Ich sag's dir, ich hab eine Keramikpfanne gekauft, ja. Ölfrei, Pfannkuchen ölfrei. What? Ja, ich habe es natürlich auch im Internet gefunden, YouTuber, so ein super Mädel, echt der. Und ich dachte, der, okay. Ja, so nicht optisch, sondern boah, was die drauf hat, was die so. Okay, wahrscheinlich hat sie das im Zutatenbuch, aber das hat sie ja natürlich selbst experimentiert. Und Pfannkuchen ölfrei. Ich habe das gestern ausprobiert. Okay, na, es war nicht ganz durch, es war zu dick, aber hey, das erste Mal klappt es nicht immer. Okay, mein Brot war super. Das war beim ersten Mal der ölfrei. Auf Keramikpfanne. Also es ist ohne Öl, ohne Butter. Als würde ich gleich rausflutschen, Mann. Das war so geil. Ohne Öl, wisst ihr? Ey, der Pfannkuchen, normalerweise klebt's ja. Oh, bloß aufpassen, dass es nicht rausrutscht. So extrem war das. So geil. Ich habe mir natürlich auch vor, so eine Wokpfanne zu kaufen und dann Gemüsewok. Der, geil! Ey, wisst gar nicht, wie ich mich freue. Die ganzen Kochkünste, mal 9 Minuten noch. Die ganzen Kochkünste. Alter, er sagte nur, er will nie wieder was essen, bis er dies und das. Jetzt. Hast du deine Augen schon gehalten? Nee, noch nicht, Leute. Noch nicht. Noch nicht. So als Randinformation. Kochkünste. Ja, ich sag's euch, so geil. Ich habe echt Fun, Mann. Also wer mich hier als Kumpel hat, so als Freund, so Kollegen, WG-Kollegen oder als Partner oder was auch immer, der kann sich freuen, Mann. Alter, vegan, ja, sagen wir mal, vegane Rohkostküche, mehr oder weniger. Oder im vegetarischen Sinne, ja. Weil ich würde kochen, bis das Zeug hält, Leute. Ich will alles selber machen. Ja. Teig, ja, meistens Teig. Ja, backen, kochen. Alles selber, Dude. Alter. Wisst ihr, ich habe kaum gekocht. Fast nie. Und jetzt auf einmal hau ich raus, wie das Zeug hält. Ja, es hat auch eine Erfahrung, aber es ist, mir geht es halt darum, alles selber zu machen. Das ist das Schönste überhaupt, Freunde.
Schönste überhaupt. Ja, und was mit Maßen essen? Ja, ich esse schon Maßen. Ich esse vielleicht auch zwei solche Dinger. Wie ist halt, ich frage immer meine Seele, ob es jetzt zu viel ist oder nicht. Ja. Wenn ihr das macht, wenn ihr das beherzigt, dann könnt ihr alles essen, was ihr wollt. Da müsst ihr bloß aufpassen, wie, wer, was. Ich habe ja gesagt, bei mir sind die Parasiten nicht mehr da. Bloß mein Chong, also mein Körper, hat natürlich noch ein paar Programme, ja, leichte Programme. Da muss ich halt aufpassen, weil es ist ja wie ein Kind. Ja, mehr, mehr, mehr. Deswegen frage ich doch lieber meine Seele. Wo die Körper gleich Seele ist, ja. Das ist einfach mal dahingestellt, Leute. Ja. Wer mich hat, du. Alter, der macht dieses Brot und der macht dies und das alles selber. Und der. Und wie die schmeckt, Alter. Geil. Kannst du essen, wie das Zeug hält, Leute. Könnt ihr mal machen, ja. Aber ich frage immer meine Seele. Aber echt. Super Sache. Super Sache. Ja, das ist so, ja, sag mal auch Veränderung meines Körpers oder ja, ich tue es einfach da reinstellen in Playlist, das ist ja wurscht. Ihr wisst hier, was abgeht bei mir. Ich esse wieder. Echt gut. Sag mal fast dreimal am Tag, du jetzt. So also natürlich in Maßen, so jetzt. Natürlich nicht so viel mischen. Aber ich habe Pfannkuchen, Flammkuchen, Brot. Ja. Moment gegessen. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Ja, gibt's jetzt noch was? Ich glaube, das lasse ich jetzt mal so. Ich mache noch eins. Über dann alltägliche Dinge, beziehungsweise mit meiner Familienangehörige. Und ja. Das war's. Ja, ich esse jetzt wieder, weil ich habe auch gesagt, ich werde jetzt wieder ja. Zu dem Mann, den ich wirklich bin. What? Na, ja, der obere Körper, Herr Ding. Mit meiner Energie gefüllt, nicht von der draußen, sondern von meiner eigenen Erschaffung, von meiner eigenen Manifestation Energie, die ich zum Ausdruck verliehen habe. Durch Zutaten halt, von außen natürlich, aber selber mit Händen gemischt. Leute, kein. Das ist pure Energie, die sich hier in meinem Körper dann verteilt, resoniert und das ist dann meine Energie. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich da nachvollziehen kann. Das ist halt eure eigene Erschaffung. Ja, und ihr wisst das. Und das ist sehr bekömmlich und es tut dir gut. Ja. Aber es löst sich zu gewissermaßen auf. Vieles. Natürlich schalte ich noch was aus, sowieso. Ich merke schon was, dass was kommt. Ja. Ich will ja, dass es irgendwann mal einfach so auflöst, Deo. Das ist das Ziel. Ah, der schon, der erst war so und dann so und dann isst er gleich nach 14 Tagen, isst er da so selbstgemachten Flammkuchen. Alter, ja, ich habe natürlich nur Handgröße genommen, ja, in Maßen gegessen, sagen wir so. Alter, der Typ ist ja, der. Machst du nicht der Magen da kaputt? Das ist doch total. Fragt eure Seele und ihr könnt das machen. Das heißt doch, es ist alles möglich, oder? Und alles macht man mit dem Geist. Ja. Natürlich müsst ihr auch auf euer Körper aufpassen, sowieso. Bitte. Ich denke, ich höre gleich auf, weil es klingelt gleich. Man. Okay, ich habe noch 4 Minuten. Gibt es noch was zu sagen? Zu Körper oder zum Essen? Ja. Eine Frage stellt sich, ist das alles teuer, die Zutaten und die du was? Nee, ist überhaupt nicht teuer. Ich rechne immer so pro Tag 5 Euro, Leute. Rechne ich aus. Pro Tag 5 Euro. Ja. Das ist pro Woche, 7 Tage, 35 Euro. Und es kostet 35 Euro anfangs. Also wenn man Kokosöl kauft, das kostet, ein paar Sachen kosten natürlich mehr, aber die musst du halt nur einmal kaufen, sagen wir mal so, vielleicht einmal im Monat oder zweimal
in 2 Monaten nur einmal. Damit fällt es dann weg. Und ich kam mit 35 Euro, was einer Woche entspricht, ja, 5 Euro pro Tag, kann ich 3 Brote machen. Die hatten bei mir 2 bis 3 Tage, also für mich alleine. Meine Mutter ist ja da, die isst sie auch mit. Also 3 Tage hält es schon gut aus. Und das 3 Mal, das ist okay, aber dann isst du ja nur Brot und das ist ja total einseitig. Ja, wieso? Du kannst es mit vielen Sachen zusätzlich machen und ja. Also, ob es teurer ist, eigentlich nicht, weil letztendlich ist es doch günstiger. Also für mich ist es günstiger, wenn ich es so berechne, wie ich es berechne. Günstiger, kannst du es öfters machen. Und es ist selbst erschaffen. Also selbst zubereitet, selbst selber gemacht. Es kann nichts überbieten. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, und mal schauen, ob ich immer besser werde und so und dann selber, keine Ahnung, Torten, Kuchen und so ein Ding machen. Vegan halt mäßig oder rohkostmäßig, weil wenn jemand Rohkost-Torte gegessen hat, Erdbeer-Quark-Torte oder irgendwie sowas, okay, Quark ist glaube ich nicht dabei. Ey, da haut's dir die Socken weg. Echt. Okay, ich trage keine Socken. Der haut dir die Socken weg. So, das kann nichts überbieten, kann nichts da draußen überbieten. Na, gar nichts. Also Rohkostküche oder vegane Küche. Wenn man es kann, ne? Kann nichts überbieten. Okay, es braucht halt, die Zubereitung dauert vielleicht nicht so lang, aber das Ruhen, es muss meistens ruhen, ja. Stunden ruhen, das dauert halt lange. Aber hey, drauf geschissen, Mann. Also für mich, ich dachte mir immer, oh, das dauert immer alles so lang, du musst da 6 Stunden warten, 2 Stunden warten, bis das hier dass man es endlich essen kann. Ja, da brauchen wir halt schon mal ein bisschen Geduld, muss man da schon mitbringen. Nicht, sondern, ey, der braucht halt so, es entfaltet seinen Geschmack und dann der. Kannst du so essen, wie das Zeug geht, du. Essen, wie das Zeug geht. Ja. Ja, in diesem Sinne, ich mache noch einen Beitrag zu weitere Erkenntnisse, Auflösung oder was ich verändert habe. Bei mir hier, bei meiner Mutter. Es läuft alles, es funktioniert alles, du. Weiß zwar nicht wie, aber es funktioniert. Doch, ich weiß schon warum. Okay, dann, wir sehen uns dann gleich. Euer Jojo Sungshong. Oh ja, Sungshong.